Und damit herzlich willkommen zum zweiten Match im Mystery Tournament. Dieses Mal Luigi GM gegen Marvasu. Beide spielen Mario Kart 64, 150 CCM. Sie haben freie Fahrerwahl. Und es geht darum, wer holt die meisten ersten Plätze. Dabei gilt es zu bedenken, wer auf Platz 5 ist, kann das Rennen einfach neu starten und das so oft er möchte. Das sollte man dabei auf keinen Fall vergessen. Strecken dürfen natürlich nicht doppelt gefahren werden. Ne? Maximal können also 16 erste Plätze geholt werden. Sollte jemand die 16 ersten Plätze zuerst holen, hat er gewonnen. Ne? Das dazu. Gibt es noch Fragen, liebe User? Habt ihr noch eine Frage dazu? Oder ist das soweit klar? Ich meine, das ist relativ eindeutig, ne? 150 CCM, wie gesagt. Wette ist da. Ich meinte auch eher die beiden, die spielen, ne? Mein Gott, will jetzt hier jeder Hampel anfangen zu streamen? Da von euch beiden nichts mehr kommt? Also ihr müsstet jetzt im Twitch-Chat schreiben, weil den Discord sehe ich gerade nicht. Aber im Discord habt ihr auch nichts geschrieben, wie ich sehe. Alles gut. Okay. Dann frage ich euch, seid ihr beide bereit? Seid ihr startklar? Alles okay bei Marvasu? Ja. Dann zähle ich wieder hier im Chat runter. Und bei 0 könnt ihr starten, Jungs. Alles klar? Und 3 an. 3. 2. 1. 0. Let's go. 30 Minuten Zeit. Holt die geilen ersten Plätze. Da geht's langsam los, habe ich das Gefühl. Ja, da geht es los. So, wie geht das? Ne? Wie kommt man auf 150 CCM? Die erste Hürde muss genommen werden. Nicht so einfach. So, jetzt muss ich nochmal kurz... Ah ja, nee, hab ich. Alles klar. Mich hier kurz vorbereiten. Perfekt. So, Luigi mit Toad am Start. Nee, Luigi mit... Blödsinn. Luigi mit Yoshi am Start. Vasu mit dem Fehlstart von Toad. Wir sind gespannt, ne? Was schätzt denn der Chat? Wie viele erste Plätze kann man in dieser kurzen Zeit holen? Wie viele erste Plätze sind in 30 Minuten möglich? Jetzt am Anfang noch, ne? Würde ich sagen, relativ einfach. Aber hinten raus gibt es einige schwere Strecken, Freunde. Das sollte man nicht vergessen. Die werden... Es gibt Strecken, die sind gar nicht so leicht. Wirklich nicht. Wenn man gut ist, so 10, sagt Let's Clay. 8. Oh, ihr schätzt aber schon wenig, ne? Ja, gut, man muss auch bedenken, ne? Wie lange dauert so eine Runde? 3 Minuten? Luigi sieht professionell aus. Gucken wir mal, ne? Das ist die erste Strecke. Die erste, das ist noch nicht... Da ist noch nichts... Das ist noch nicht entschieden, Freunde. Da geht noch eine Menge. 3 Minuten, 10 mal Cutscenes, etc. Ja. Da wäre es eigentlich schon sinnvoll, direkt in den Cup zu gehen mit kurzen Strecken. Aber das ist wahrscheinlich auch... Ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber ich denke auch mal, der erste Cup ist direkt auch einer mit den kürzesten wahrscheinlich. Vermutlich. So, aber aktuell noch keiner von beiden auf Platz 1 in der finalen Runde. Wollen wir darüber mal reden? Luigi nur auf der 3. Vasu jetzt gerade so auf die 1 gekämpft. Aber Luigi muss jetzt mal ein bisschen reinpreschen, ne, wenn er hier Platz 1 haben will. Donkey Kong zieht auch schon wieder an Marvasu vorbei. Der hat aber jetzt die Red Shells. Damit sollte das Ding eigentlich in trockenen Tüchern sein, der erste Platz. Und Luigi schießt sich auch nochmal nach vorne. Toad aber super dicht dran. Oh, Toad zieht vorbei! Luigi verliert das erste Rennen und muss... Naja, er muss es nicht wiederholen, aber er könnte es wiederholen, ne? Eieieiei, Marvasu damit mit dem ersten Sieg auf der Uhr.
Luigi allerdings nicht. Und das ist nämlich das Geheimnis bei Mario Kart 64, Leute. Die CPU zieht am Ende nochmal ran. Wäre auch eine Option gewesen, Dick Buck, das im Nintendo Online gegeneinander zu machen. Was macht... Achso, ich wollte gerade noch Luigi denn jetzt. Wieso startet der nicht? Aber ja. Tja, das ist hart. Denn wir haben ja schon gelernt, ne, so viele Möglichkeiten gibt es gar nicht in den 30 Minuten. Das ist die Sache. Nun gut. War so hier auf Platz 1, aber auf dieser Strecke gilt es auch einiges zu beginnen. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Auf dieser Strecke, die Montys brandgefährlich. Wenn dir das in der dritten Runde passiert, RIP, mein Freund, RIP. Da machst du nichts. Ja, und Wasu hat scheinbar eine Vorliebe für die Montys. Man merkt es. Hat er wohl auch einen Monty in seinem Sofa? 2014 hat angerufen, er will seine Gags zurück. Wer versteht, gibt ein Like. Hm? Wer es versteht. Okay, Luigi hält sich da sehr gut auf der 1, hat aber leider hat nichts zum Schutz. Und schießt jetzt auch aus, ich weiß nicht aus welchem Grund, aus Übermut schießt er es ab, landet auf der 3, Stern sollte das aber jetzt regeln. Wasu auf der 4, ich sehe da tatsächlich den ersten Platz bei Wasu nicht mehr kommen auf dieser Strecke. Aber Luigi kriegt seinen ersten Platz, oder? Den hat er, den kann Luigi keiner mehr nehmen. Wasu macht das Einzige, was vernünftig ist und startet das Rennen neu. Ganz genau richtig war so. Das ist die richtige, also richtiger geht's nicht. 1:1. Es bleibt spannend. Tut uns einen Gefallen und sei still, wieso? So, damit Luigi auf dem Koopa Troopa Beach. Und Wasu macht nochmal die Moomoo Meadows. Doch, doch, die Strecke nochmal zu machen ist schon sinnvoll. Die ist kurz, die ist knackig. Hier kommen die Teilnehmer diesmal sogar über einen Punkt. Ich habe ja gesagt... Also, Wasu, bitte. Ich habe doch gesagt, in diesem Spiel wird es eindeutiger. Also der Vicky möchte gebannt werden, ne? Verrückt. Kein Zap, macht einen Lauten. Neue Leute leben gefährlich. Ja, Wasu gerade ein bisschen, der struggelt jetzt, ne? Die Nervosität, man merkt sie ihm an. Man merkt sie ihm an. Während Luigi jetzt gerade... Luigi ist jetzt in seinem Element, das merkst du, ne? Seht ihr das, wie der da drunter fährt? Der lässt sich gar nicht... Der nutzt seinen Schutz nicht mal, der hebt ihn jetzt auf. Der weiß auch, drei Grüne, das ist ein Megaschutz. Okay, Wasu hat jetzt gute Karten, gute Items. Könnte klappen. Nimmt aber wieder nichts mit. Wer will wieder eng vorbei? Das könnte ein Fehler sein, Wasu, mein Freund. Das könnte ein Fehler sein. Luigi aber auch nur auf der 2. Oh Gott, Wasu, bitte nicht. Komm. Was seid ihr denn? Seid doch mal Gamer jetzt. Was ist das denn hier? Fangt mal an zu gamen, Leute. Heute habe ich euch gedacht, ich habe Gamer als Zuschauer. Ihr tut immer so, als hätte ich die krassen... Wasu hat Glück. Und Wasu hat Schwein gehabt, muss man sagen. Da ist er nochmal hängen geblieben, der Gegner. Kann sich den ersten Platz holen, hat die 2. Dagegen Luigi GM. Ist es ein wilder Wechsel? Mehr Glück als Verstand. Ja, wartet mal ab. Oh Gott, Leute, also nachher wird es richtig wild. Luigi will es doch nur spannend machen. Oh, knapp. Ich wollte gerade sagen, macht er auch. Wenn er das nämlich jetzt nicht schafft... Wir nämlich wieder. Also Gleichstand haben wir so oder so, aber Luigi führt halt schon eine Strecke, ne? Der hat eine Strecke einfach weggeschmissen. Ich habe gar nicht gesehen, bei der Abstimmung. Wer hat denn bei der Abstimmung gewonnen? Lieber Chat. Das war das schlechteste Mario Kart rausgesucht zu ihrer Verteidigung. Wärst du der Meinung, dass Super Mario Kart jetzt für die beiden einfacher gewesen wäre? Super Mario Kart wäre deiner Meinung wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, ne? 53 für Luigi, also 50-50, okay. Na. Nicht so gut, was die da machen.
Also ich glaube, die beiden sind froh, dass es nicht Super Mario Kart ist. Ich denke, für die beiden ist das schon die richtige Entscheidung gewesen. Double Dash wollte ich zum Beispiel nicht nehmen, wegen eventuellen Problemen, ne? Es soll halt so einfach wie möglich sein, dass sie das Spiel spielen können. Das ist halt das Ding. Das darf man hier nicht vergessen bei der Spielauswahl, ne? Oh Gott, das nächste. Oh Gott. Naja. So, was haben wir denn aktuell? Luigi ist noch in der zweiten Runde. Wasu ist jetzt schon in der finalen Runde. Jetzt wichtig. Der ist in dem Bereich, wo es wichtig ist. Die können hier sogar jemanden über... Nee, doch nicht. Dritter. Oh. Hier mit drei Grün ist das Ding an sich in trockenen Tüchern, oder? Wartet's ab, wenn ihr das Spiel seht. Der heutige Tag steht ja auch unter einem Motto. Hat schon jemand das Motto erkannt? Die Spiele stehen heute unter einem Motto. Oha, Wasu nochmal richtig reingeschissen. Und unmöglich für ihn, das zu machen. Er muss wiederholen. Nein, das Motto ist übrigens nicht Mario. Ich habe ja gesagt, ihr kommt nicht auf das Motto. Wenn ihr das dritte Spiel seht, kommt ihr vielleicht aufs Motto. Aber selbst dann wird es schwierig. Ja, Wasu startet das Ding neu. Luigi auch in der dritten Runde mit einem gewaltigen Abstand gegenüber dem ersten. Da hilft auch kein Pilz, Luigi. Da hilft er nicht. Die Teilnehmer sind zu jung, um diese Spiele selber gespielt zu haben. Der Terra ist so alt wie ich, Bruder. Der hätte Mario Land 2 spielen können. Nee. Lass uns ab. Nee, Terra ist alt genug. Also... Nee. Das ist nicht das Motto. Grauenerregende Steuerung. Auch nicht richtig. Casuals können ja auch gewinnen. Ja, Jungs, das ist... Guck mal, wie lange Luigi da einfach warten muss. Ja, der muss halt auf den fünften warten, ne? Was ist da los? Wo bleiben die? Das war der nicht. Hä? Jetzt. Da kamen die Überrundeten. Also, was ist bei Luigi passiert? Man fragt sich. Das hat Zeit gekostet. Das hat Zeit gekostet, aber Wasu sieht ja auch gerade wieder auf der Strecke nicht sonderlich gut aus, ne? Hat auch zu beißen. Da muss er beißen. Oh, Wasu, so ein Blitz vielleicht aufsparen, wa? Mit einem Blitz vielleicht warten. Pfanne muss man immer halten, ne? Bis Runde 3, das weiß jedes Kind. Wasu hat mir vorhin gesagt, dass der Marco jetzt das erste Mal spielt gerade. Hat Luigi nicht 3 Siege? Nee, der hat das erste Rennen verloren. Das wird ja das zweite Rennen verloren. Und es hat weitergespielt. Aber der ist mit Platz 2 weiter. Nee, schon alles. Ist alles richtig gezählt. Alles richtig, aber gut, dass ihr aufpasst. Alles gut. Sag ich nichts gegen. So, Wasu finale Runde auf der 2. Ich kann nicht. Der erste führt aber scheinbar relativ weit. Luigi hat sich in der ersten Runde von 8 auf 5 gekämpft. Das erste war ja zweiter. Warte. Nee, das passt. Also die Zahlen passen, oder? Nee, ich will das. Oh mein Gott. Ich will das Motto noch nicht raushauen. Vor dem nächsten Spiel. Sonst könnt ihr das nächste Spiel vielleicht erraten. Ich habe Angst, dass ihr das nächste Spiel erratet. Das möchte ich nicht. Die Überraschung nehmen. Beide hier richtig am Kämpfen, ne? Hätte ich nicht gedacht. Oh Gott! Ich schaffe das erste Level noch nicht. Oh mein Gott. Mal was zum Stechen überlegen, ne? Wer am weitesten gekommen ist im Level oder so. Mal gucken. Ah,
ich denke mal beim nächsten. Ich habe ja noch Gamer wie Kurt, Klaus und so und Noss. Die können doch wohl ein Videospiel spielen, oder? Soll doch wohl laufen. Alter Kasso. Das stimmt. Stimmt. So, Luigi wartet wieder. Der hat es nicht geschafft. Vaso hat noch eine Chance. Ja, Louis, das ist auch gut so, dass er wartet. Wenn er nicht Erster wird, die Strecke nochmal neu zu machen, ist okay. Wo man halt langsam sagen könnte, wenn du die Strecke halt echt nicht schaffst, in den nächsten Cup zu gehen, vielleicht auch nicht das Dümmste, ne? RPGs werden nicht kommen, nein. RPGs werden nicht kommen. Das finde ich auch zum Racen nicht so interessant. Wie ihr 30 Minuten durchs Tutorial von Final Fantasy 7 geht, finde ich jetzt nicht so spannend. Zum Zusehen. Oh, da, hier wird die Pfanne gehalten auf Luigis Seite. Das ist clever. Sehr gut. Aber war so auch nicht sicher, dass er das schafft, ne? Schafft er wieder nicht. Erstes im Ziel. Er fährt aber durch. Er geht in den nächsten Cup. Ist richtig so. Stark, Dickbug, stark. Richtige Einstellung. Richtige Einstellung hier. Wieder an der Palme. Ist auch... Also ich will... Das Ding ist, jetzt wo ich erfahren habe, Vaso spielt das wirklich zum ersten Mal. Es ist nicht das einfachste Spiel. Man denkt das immer, ne? Hä? Bin ich bescheuert? Es war so nicht gerade... Ach so, nee, der ist jetzt in der nächsten Strecke. Passt eine... Ich dachte gerade, was? Mario Kart 64 ist kein einfaches Spiel. Selbst wenn du es gut kannst, in den hinteren Cups, Erster werden auf jeder Strecke ist... Das ist nicht free. Das ist wirklich nicht free. Ihr seht, ich weiß halt nicht bei Luigi, ob der das schon mal gespielt hat. Kann man ja mal nach dem Race fragen. Louis hat die Pfanne eingesetzt, ne? Ah, die Banane ist natürlich ein Problem. Ich würde die Red Shell schon abschießen. Die sucht halt ihren Weg, so oder so. Oder? In Mario Kart 64? Ich glaube doch. Hey, jetzt kommt so... Das ist aber auch so ein Ding. Die werden jetzt lachen, wie Luigi schon wieder in diese Bananenschale fahren konnte. Ne? Man fragt sich so, wie zum Fick kann das sein? Okay, er geht einfach weiter. Ist wahrscheinlich hier jetzt auch an dieser Stelle mittlerweile besser. Ihr werdet euch fragen, wie kann man so jetzt in die Bananenschale... Aber es ist in Mario Kart 64 wirklich ein Phänomen. Du siehst die Bananenschale und du kannst nichts tun. Du kannst nichts... Du kannst nichts tun. Geh nicht. Es ist einfach unmöglich. Du siehst es. Du hältst... Du musst draufhalten. Du wirst alles andere... Geht nicht. Nicht möglich. Ja. Die Sequenz müssen die Jungs natürlich nicht gucken. Sie können auch resetten, aber da müssen sie halt selber drauf kommen. So, warst du auch am Kämpfen? So, er hat den Zug noch gerade so mitgenommen. Die Red Shell dürfte halt auch treffen. Wie weit ist denn... Ah, der Erste führt weit, ne? Ich meine, ich kann das nicht gut erkennen, aber... Ich erkenne es ein bisschen. Ah, der ist noch zu kriegen. Und wow, wie er aussieht. Aber ne, selbst wenn du ausweichst, ihr seht, selbst wenn ihr ausweicht, kann das Kart ins Schleudern kommen. So, Luigi entscheidet sich jetzt für den Flower Cup und Toads Turnpike. Ha! Toads Turnpike, nicht einfach. Und Vaso, ein Ficker vor dem Herrn. Das macht dem so schnell keiner nach. Holt sich den dritten Sieg. Einfach in der Strecke, in der Luigi irgendwann aufgegeben hat. Sehr schön. Gut, gucken wir mal weiter. Der wird dann jetzt wahrscheinlich auch in den Flower Cup gehen. Und Luigi macht das aber bis hierhin gar nicht verkehrt. Ja, das ist natürlich, ne, da machst du nichts. Da machst du nichts, wenn das passiert.
Dann entscheidet sich Luigi, Vaso aber auch für einen ganz anderen Cup, ne? Wer weiß das schon? Wer nimmt auch mal jetzt einen anderen? Wobei, Toad ist schon ganz gut. Gerade als Anfänger ist Toad schon angenehmer Char. Oder geht auch rein. Ich habe so meine Bedenken, ob Luigi hier den ersten Platz macht. Ist jetzt auch die Frage, ne? Die merken ja jetzt, wie schwer Toads Turnpike ist. Werden die dann einfach, wenn die in den Top 4 sind, weiterfahren? Ne? Für mich ist das sehr entspannt heute. Also mir macht das auch sehr Spaß. Der Stream so. Reflexkette, 37 Monate. Vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Ist nur mal einfach zugucken, ne? Ich gucke ja gerne Races und so. Das Finale geht 45, da habt ihr 45 Minuten Zeit. Im finalen Match. Ich hoffe, das ist für alle okay. Weil sonst wäre es ein bisschen zu kurz heute. Die würde ich skippen, ja. Also, wenn ihr merkt, also ich würde die auch skippen. Also, wenn ich in Toads Turnpike jetzt nicht Erster werden würde. Ich verrate noch nichts. Wie gesagt, das Motto ist zweite Teile einer Reihe. Was daraus gemacht wird, werdet ihr dann sehen. Aber ich sag mal so, ich habe Angst, dass die Leute nicht gut klarkommen. Ich habe Bedenken. Es wird auf jeden Fall ein Spiel, das im Flutter Volo Cinematic Universe schon gespielt wurde. So, was haben wir denn? Runde 3 von 3 bei Luigi. Der ist auf dem dritten. Haut sich jetzt mit seiner eigenen Red Shell nochmal um. Das kann halt auch passieren. Ist mega ärgerlich. War so auf dem zweiten. Der hat noch ordentlich Zeit, das einzuholen. Ich glaube, Luigi ist... Ich weiß... Kann ich ja mal nicht genau sagen, wie dicht man am Ziel ist. Aber ich glaube, das war es. Und jetzt ist nur noch die Entscheidung, fährt Luigi durch oder nicht? Oh nein, 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 nein. Ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Leider nur ein Pilz. Aber er fährt durch, ja. Das hätte ich auch so gemacht. Ich denke, das ist definitiv die richtige Entscheidung. Okay, war so... Vielleicht hättest du den Stern... Den Stern hätte man vielleicht aufsparen müssen. Eventuell. So, Frappy Snowland finde ich auch nicht einfach. Es sind so viele Strecken, die sind alle nicht einfach. Da kann überall Scheiße passieren. Das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, dass da alles schief gehen kann. Ja, ich kann nur hoffen, dass es euch auch Spaß macht. Wie gesagt. Warte, war so eine Pfanne? Ja, aber der kriegt den nicht mehr. Der Erste ist gerade durchs Ziel gefahren. Es ist die Frage, ob Vaso sich auch entscheidet, als Zweiter durchzugehen, keinen Punkt einzustreichen. Er fährt auch durch. Ja. Okay, das freut mich. Das freut mich. Dann ist ja alles gut. Ja, Frappy Snowland. Ich meine, ey Leute, zweiter Platz ist gar nicht schlecht. Ich habe auch erst überlegt, ob man vielleicht sagt, wer die meisten Cups schafft. Aber dann dachte ich mir, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass beide den Gleichstand haben, ne? Bei den ersten Plätzen. Und das ist auch nochmal wieder eine andere Challenge, so. Ja, im Snowland kann eine Menge schief gehen. Ich weiß halt auch noch, wie ich im Snowland Probleme hatte. Ich glaube, ich habe in Retro-Achievements auch mal alle ersten Plätze gemacht. Pfanne auf Vasos Seite, sofort auf Luigis Seite, sofort eingesetzt. Das ist nicht clever. Pfannen hat man zu halten. Falls einer sich fragt, was hat er mit Pfannen? Wir haben hier mal Snowboard Kids gespielt. Snowboard Kids, schwerstes Spiel der Welt, tatsächlich. Das hätte ich reinnehmen sollen. Einfach Snowboard Kids sehen. Ah, vielleicht nächste Woche. Und da gab es immer den Tipp, Wollo, du musst die Pfanne halten. Halte die Pfanne. Bis in letzte Runde. Kompletter Blödsinn. Ich schwöre euch, Blödsinnsaktion. Aber seitdem sind Blitze immer Pfannen und die hat man zu halten. Meiste Punkte abhängig von den Plätzen auch gefunden. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber gut, ich habe mich jetzt, ne, wie gesagt. Bei Snowboard Kids würde ich rocken. Wenn das nächste Mal Turnier ist, gucke ich vorher, dass ich frei bekomme. Wie gesagt, ich werde das nächste Mal auch ein bisschen früher ankündigen, Sefri. Nehmen wir dieses Turnier mal so als Probe, ne? Aber so bis jetzt würde ich halt auf jeden Fall auch safe sagen, das würde ich wieder machen, weil
technisch funktioniert das gut von den Leuten her, bisher keine Probleme gehabt und es macht Spaß, euch gefällt's, also hopp. So, war's, den Luigi mit dem ersten Platz. Da passe ich nicht richtig auf und Luigi holt einfach den ersten Platz und gleicht damit aus. 7 Minuten noch Zeit. Also in der dritten Runde, nur auf dem dritten. Choco Mountain auch super schwer, wenn man Erster werden will. Da kann man leicht runterfallen. So, Vaso hat aber noch alle Chancen, hier auf den ersten Platz zu kommen. Ein gutes Item entfernt, ne? Ein Goldpilz, sag ich mal. Und das Ding ist durch. Pulan Games vorher schon sagst, was da... Nee, das geht ja gerade, das ist ja gerade das Ding da, das soll es ja gerade nicht geben, Cefri. Es soll sich ja eben keiner vorbereiten können. War das jetzt eine Strategie von Vaso? Wollte er so den fünften Platz kriegen? Oder war das... Nee, war keine Strategie, ne? War einfach... ist jetzt so passiert. Es ist jetzt so passiert. Ich meine, den Pool an Games kennt ihr. Ihr seht ja ungefähr, was hier gerade passiert. Ne? Es sind Spiele aus dem Wollo Flutter Cinematic Universe. Das ist die Sache. Auf die Spiele könnt ihr euch vorbereiten. Easy. Ja, jetzt wieder beide auf der gleichen Strecke. Gleichstand. Das macht mir schon wieder Angst. Mir wird schon wieder Angst und Bange bei Gleichstand. Weil dann müssen wir gleich... Dann müssen wir gleich gucken. Dann würde ich es auch wieder so machen, wer zuerst die drei hatte, ne? Ich denke, das machen wir so als... Ja, das machen wir als Regel jetzt fest. Wer zuerst dann den Höchststand hatte, ist auch derjenige, der dann gewinnt in dem Fall. Das ist üblich, das haben wir bei SML, hätten wir bei SML 2 auch gemacht. Gut, aber Luigi ist hier aber auch gerade über am Gamen, ne? Platz 1, gar nichts los in der finalen Runde. Als wäre es nichts. Alter, Luigi hat die Strecke einfach hops genommen. Ich raste aus, das hätte ich nicht gedacht. Luigi damit einfach jetzt an der Stelle, wäre er der Sieger. Auch das Zapdos, genau. Alter, nimmt Luigi die Strecke einfach hops. Von hinten. Hätte ich nicht gedacht. Geht der Timer bis 30? Richtig. Tja, ich glaube nicht, dass Luigi damit rechnet, dass er hier gewinnt. Und der wird sich gleich denken, hätte ich mal verloren. Der wird sich gleich denken, hätte ich mal verloren, ey. Na, vielleicht auch nicht. Cornel rated mit einer Gruppe von 121 geilen Mannequins. Willkommen, Cornelius und Pogemännchen. Was ist bei Vaso passiert? Der hat verloren, oder? Hat Vaso verloren, hat er gewonnen? Leute, ich brauche Informationen. Ich habe nicht aufgepasst. Wegen dem Raid nicht aufgepasst. Sag mal schnell. Das muss doch irgendjemand gesehen haben. Er wechselt den Cup. Ich glaube, kein Mensch, der mir jetzt sagen kann, ob der gewonnen oder verloren hat. Ernsthaft? Ich liebe meinen Chat. Verloren, dankeschön. Gut, Vaso versucht es nochmal in den letzten Minuten zu wechseln. Und wie gesagt, Luigi kaum mehr einzuholen. Wenn Luigi das jetzt gewinnt, ist der nicht mehr zu stoppen. Doch, heute gibt's ein VOD. Ey, mach mir nicht schwach, VOD ist an. Clips auch. Er hat vor dem Ziel schon resettet, okay. Mach mir nicht schwach, VOD ist doch an. Sonst könnte ich das gar nicht hochladen später. Clips geht, aber VOD ist da, ne? Oh Leute, mach mir nicht schwach. Gott sei Dank, okay. Gut, Clips, egal. Egal. Ja, dann eben die Frage, Cornelius, hast du da dein Shiny? Hast dein Shiny bekommen? Ja, war Luigi auf dem achten Platz, das war mal gar nichts.
Das war mal gar nichts. Hat noch eine Chance. Tja, und Vaso müsste jetzt die Strecke hier gewinnen und die nächste auch, um noch siegreich zu werden. Aber es sieht so aus, als würde Luigi jetzt in das Finale gegen Ness for Smash einziehen. Ich muss doch fragen, Mensch. Hätte doch sein können, dass du das hast. Das hätte doch sein können. 2,5 Minuten. Ja, aber Luigi hatte zuerst den vierten Punkt. Also selbst wenn Vaso jetzt den vierten Punkt holt, hat er ihn als zweites geholt und hätte dann verloren. Ne? Und dann erfahrt ihr endlich das finale Spiel. 100 Stunden, ey, Cornelius. Überleg mal, was wir mit den 100 Stunden alles Schönes hättest anstellen können. Ne? So viel schöne Dinge hättest du machen können. Passt aber nicht. Zum Beispiel ein nices Mystery Tournament. Hättest am Mystery Tournament teilnehmen können. Was wird das Spiel bloß sein? Wahrscheinlich Ness for Smash schon übelst am reindrinden, zu gucken, was da braucht, ne? Wie das geht. Affen 2 vielleicht. Würde ins Worst passen, ne? Gut, Vaso schafft es nicht. Luigi schafft es auch nicht. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, GG Luigi. GG Luigi. Hier machen wir mal. Ja, können wir an dieser Stelle Schluss machen. Louis ist der Man. Stream pausiert. Genau, dann gehen wir mal wieder.